So, hallo, wir machen weiter bei MLP2. Das letzte Mal wurden wir überrascht, dass wir überhaupt MLP2 spielen. Ich habe mit einem Hack von Sariel gerechnet. Jetzt ist es ein Hack von Sariel, aber es ist irgendwie nicht das, was ich erwartet hatte. Es ist MLP2. Und wir spielen Fake or Not Fake. Du hast uns gar nicht verraten, was du meinst, von wem Heatingdom abgemacht wurde. Ach so, ich bleib bei Chosen. Ja, in Wirklichkeit habe ich nur die Overworld gemacht und Chosen die ganzen Level. Und Sarah hat die Musik komponiert. Das wollte ich damit nicht sagen, aber ich bleibe wirklich bei Chosen. Ich weiß es nicht. Aber wenn der letzte von dir war, Sariel, dann ist der hier auch von dir. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, aber ich glaube, du solltest eher bei Chosen bleiben. Ja, das ist eine gute Idee. Verdammt. Na, weil der, also er, ich weiß nicht, bisher, also haben sie alle diesen Chosen-Stil, aber deswegen, wenn der letzte von dir gewesen wäre, dann wäre der hier am ehesten von dir auch. Du Aber. wirst, wenn du mal ein Level von mir gespielt hast, was ja sowieso erst ab Welt 4 passiert, dann erkennen, dass sich unsere Stile, Puzzle-Level zu bauen, doch sehr stark unterscheiden. Ja, das erwarte ich nämlich auch. Deswegen, bisher bin ich tatsächlich bei Chosen weiterhin. Genau, weil meine Level sollen ein bisschen Spaß machen und sage, das Level sind dann die Quelllevel für dich. Nein, bitte nicht. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht jetzt, aber gut. Ach, einfach mal einen Yoshi-Block unter Wasser duplizieren, so viel machst du doch, aber einen Walljump an einer schönen toten Blockkopf freien Wand, das ist dir da. Ich wollte ihn nicht duplizieren. Das kann man im Nachhinein immer behaupten. Zumindest nicht so. Was ist eigentlich, wenn ich. Ah, dann kommt man hier raus. Ich verstehe. Genau, die Reset-Türen machen das für das, was sie gedacht sind. Resetten. So, lauf. Ach so, soll ich ja gar nicht. So, jetzt kann man es mal hier Messagebox lesen. Vielleicht. Bin mir Wenn noch du nicht groß sicher. bist und da rankommst, dann kannst du das gerne machen. This feather is kind of suspicious, isn't it? Maybe you will need this later. Ah, fuck, ich komme ja gar nicht da raus jetzt. Scheiße. Ne, da komme ich jetzt wirklich nicht raus. Yoshi zum Laufen bringen würde hier auch überhaupt nichts nützen. Lass versuchen, dich durch die Wand durchzuglitschen. Nee. Lass mal. Da sind keine Todesblöcke drin in der Wand. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob jetzt Lava drin ist oder nicht. Also bei Chosens Level, glaube ich, sind keine Totenkopfblöcke drin in der Wand. Glaube ich auch nicht. Bei mir hingegen könnte das etwas anders aussehen. Ah, ich brauche ja Münzen. Genau. Das heißt, du musst den Yoshi-Block hier noch ein paar Mal duplizieren, damit Ich du wollte gerade mehr. sagen, dann habe ich ja, dann könnte ich damit das ja wirklich breaken. Es Aber. ist ja, dass du hier potenziell 30 Münzen sammeln kannst. 30? Sehr viele, ja. Du musst das nur oft genug duplizieren, während der P-Switch läuft. Ach, komm schon. Kann jetzt nicht so schwer sein. Das hier ist auch ein. Bo Ja, natürlich. Ja, die Weißen, die sind halt wie im MLP1 die unsichtbaren Das Flecken. heißt ja aber, ich brauche trotzdem die Feder, um da. Ach so, dann muss ich mich da einfach wieder klein machen und ich brauche die Feder nur, um an die Münzen zu kommen. Ach mein Gott, Genau. dann habe ich ja schon das Schlüsselloch. Ja, dann ist ja alles gut. Den Schlüssel. Genau. Welt 1 soll ja nicht so schwer sein. Sind das nicht auch drei Blöcke von. Ach so, hier nützt mir aber ja nichts. Ja gut, dann kann ich jetzt ja hier so.
Und ich bin dumm. Ups. Ich muss den ja drücken, um... Ja. Schieß. Was? Nein! Ah, Mensch. Guck mal. Was soll das denn? Dann... Das ist ja doof. Dann muss ich... Wie muss ich denn dann? Dann muss die Reihenfolge irgendwie andersrum. Es ist ja nicht so, dass du aus diesen plötzlich auftauchenden Fragezeichenblöcken mit einem Schlag 8 Münzen gewinnen könntest. Ja gut, das ist natürlich auch richtig. Aber dafür musst du den P-Switch duplizieren. Sonst hat er nichts zum Dagegenwerfen. Außer eine Shell, die ganz am Anfang des Levels lag. Richtig. Oder den Chip kann auch dagegen schmeißen. Oh, ja, die Shell habe ich ganz vergessen. Die habe ich weggeworfen, nachdem ich den Yoshi geholt habe. Warum eigentlich? Na, jetzt drück's doch nicht. Also es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, hier Münzen zu finden. Ja, also ich glaube, jetzt kriege ich das schon. Ich muss ja hier auch gar nicht die Dings mehr holen, so. Und jetzt kann ich doch theoretisch... Ich brauche auch Yoshi nicht mehr. Ja. Es reicht, wenn sie auslösen. Perfekt. Der zieht. Tada. War jetzt aber nicht ganz so wie gedacht, oder? Oder war das so gedacht? Das habe ich nicht verstanden. War das jetzt so gedacht größtenteils oder eher nicht so? Ja, gedacht ist es, sich die 10 Münzen irgendwie zu beschaffen und dann den Schlüssel zu holen. Okay, aber wie man sie sich beschafft, ist egal. Aber was war ja, dann also jetzt? Fake or not fake? Achso, die Feder. Ja, und das Level. Vielleicht. Achso, weil es nicht weitergeht. Genau. Ja gut, aber wir wollen ja sowieso 100%. Insofern kein Fake. Get one for free. Dann getten wir mal one for free. Ich werde mich wieder mal nicht spoilern. Mhm. Mutig, du gehst in die Level rein, ohne zu wissen, was auf dich zukommt. Oh, komm mal her. Want something for free? First you should ensure if this is fake or not fake. What? Also fake or not fake habe ich gerade gespielt, aber was... Hua, geh weg! Aber was hat's damit jetzt auf sich? Tja, das ist My Little Puzzles. Man weiß nicht genau. Angry Chuck can destroy more objects than just these yellow blocks. Ja, die können auch da hinten kaputt machen. Krieg ich den da hin mit der Coin Snake? Sicher. Genau. Da komme ich eh nicht ran. Ja gut. Wow. Was steht hier drin? Bin ich blöd? Bin ich ganz bescheuert? Was war das denn gerade? Ach man. Unfassbar. Ja, das war schon eine längere Zeitspanne. Ja. Das gelesen hast. Oh fuck. Ach wobei. Der sollte hier schon runterlaufen. Der wird doch da jetzt nicht. Also das wird er doch wohl nicht. Also der wird doch wohl die Lücke wird er doch wohl überleben. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Oh komm, das kriegst du hin, Chuck. Danke. Ey, sehr schön. Ja, dann haben wir das Level ja schon. Dann brauche ich ja den ganzen anderen Kram überhaupt nicht mehr. Ach, geh doch weg. Außer der Schlüssel ist fake. Ist er nicht. Ja, dann...
Oder das Schlüsselloch ist fake. Oder du hast einfach das Level gebreakt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe ja nichts getan. Okay. Ich weiß nicht, was Get One for Free ist. Wahrscheinlich den Level-Exit. Es hat nur einen Exit. Aber Get One... Ja. Ja, Yoshi Get One for Free. Also ein rotes Level. Yoshi könnte ich in dem Level bekommen. Irgendwann mal. Ja. Aber dafür müsste ich einen Pilz da rein? Nee, das haut auch nicht hin. Oder du hast einfach ein Free-Level bekommen. Moment! 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 Kann man mit Startsnake aus den Leveln raus? Natürlich. Okay, dann kann ich hier gerade mal... Ich weiß nicht, ob ihr das bedacht habt, aber wenn ihr da kleine Yoshis reinsetzt und man da oben entlanglaufen kann, ihr habt es mit Sicherheit bedacht, aber... Natürlich. Okay. Guck mal, was passiert. Ah, Mensch. War sein Zufall aber auch. Ach so! Scheiße. Ich hoffe, ihr habt das irgendwann vergessen. Irgendwann habt ihr ein kleines Yoshi hingesetzt und nicht gedacht, dass man oben entlang laufen kann. Und dann komme ich. Ach Mist. Aber ich kann ihn ja scrollen lassen. Du brauchst übrigens keine Glitches. Und dann habe ich ein rotes Yoshi. Grundsätzlich. Irgendwann mal. Jetzt nicht. Für den Fall, wenn du mal ein rotes Yoshi brauchen solltest. Wenn ich mal ein rotes Yoshi brauche und es nicht eine bessere Methode gibt. Genau, und dich daran erinnerst, dass hier ein rotes Yoshi ist. Da wird hier geglitscht. So, ich sollte nicht trinken während der Aufnahme. Was mache ich denn gerade? Aber irgendwie überkam mich gerade der Durst. Ich hoffe, man hat das nicht zu laut gehört. So, wir haben ein großes rotes Level. Mhm. Insufficient Supply. Sufficient. Insufficient. Ach, ich kann nicht Englisch. So. Okay. Okay, das ist nicht sehr lang. Das wird doch wohl hinzukriegen sein. Da haben wir schon mal einen Pilz. Damit kann ich schon mal die Messagebox lesen. Be warned, if you don't have enough supply for any level, every set door like this may mislead you. Wird. Whoops. Wieso soll dann eine Reset-Door mich, If you have not enough supply, you should search elsewhere for a free item. Ach so, ich musste aus einem anderen Level was mit hier reinnehmen. Genau. Was muss ich denn hier überhaupt machen? Ja, am besten einen der beiden Exits bekommen. Ach so. Also ich nehme mal an, ihr wollt, dass ich hier mit einer Feuerblume... Ach, geh doch weg. Das heißt, hier darf ich jetzt definitiv nicht glitschen, ne? Sonst käme mir wahrscheinlich sogar eine Feuerblume raus. Natürlich kommt da keine Feuerblume raus, wenn du das glitscht. Wo ist denn eine Feder drin? Sollte zumindest. Ich hoffe, ich habe eine Feder reingesetzt. Testen können wir es ja. Aber ja, sollte eine Feder drin sein. Eine Feder. Ja gut. Was war hier drin? Yoshi. Was ist da oben drin? Schlüssel. Aua. Ja gut. Da ist ein Schlüssel. Da ist ein P-Switch. Für den brauche ich die Feder und den brauche ich aber... Ich brauche für alles den P-Switch. Ohne den P-Switch komme ich an keinen Exit. Also muss ich die Blume organisieren aus dem vorigen Level. Genau. Und da macht das vorherige Level doch ein bisschen mehr Sinn. Nein, Chosen, es ergibt höchstens etwas mehr Sinn. Es ergibt mehr Sinn. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie ich da an die...
Blume rankommen sollen. Ach, nee. Nee, Yoshi nützt mir da nicht viel. Weil er den ja nicht isst. Wenn er groß wäre, dann könnte ich natürlich... Uah. Ja, wenn er groß wäre und er würde sich da reinbacken können, dann würdest du den Koopa wegkriegen, ja. Nein, falsche Richtung, Yoshi. Das kriegen wir hin. Nein, Yoshi. So, ist gut. Schauen, wie weit ich dich kriege. Yoshi! Danke. Nein. Ja. Ja. Nein. Ja. 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 Nein. Nein. Ja. Ja. Nein. Sehr spannend. Ne? Ach, komm schon. Ich bin gespannt, ob er in den Tuppenkopf dort hängen bleibt. Und dann, ob du ihn bis zur Blume hinterscrollen kannst. Ich weiß noch nicht ganz, was mir das nützt. Ich hoffe im Moment, dass er beim Tuppenkopf runterfällt, aber das wird er nicht tun. Wenn ja, hast du es gebreakt. Oder ich kann ihn hier wieder mir schnappen. Mit ein bisschen Glück. Nee, ich komme nicht ran. Weißt du, Conan, es ist auch nicht unbedingt ratsam, sich in diesen gelben Blöcken da Yoshi zu schnappen, weil du dann ja auch sofort sterben würdest. Oh! Ha! Take this. Take this. So. Sehr schön. Okay, aber wie? Jetzt habe ich die, aber ich kann die ja gar nicht. Moment mal. Wie ist denn das mit Scrollen? Scrollen ist ja grundsätzlich nicht als. Das würde ja jedes Mal euer Level lösen. Das kann ich ja nicht machen. Oder habt ihr verhindert, dass man scrollen kann? Scrollen, sage ich schon, also halt durchloopen. Naja, also durchloopen ist ja auch wieder etwas, was nicht verlangt ist, weil es ein Glitch ist. Genau, also würde das breaken. Ja, du kannst es dir einfach machen, du kannst es dir aber auch schwer machen und die Blume da durchscrollen lassen. Obwohl ich gar nicht weiß, ob die Blume durchscrollt, weil ich glaube, das macht nur der Pilz, oder? Ich würde fast sagen, dass die Blume auch durchscrollt, aber ich weiß es nicht. Wir können es ja mal kurz testen. Weil ich weiß gerade nicht, wie ich die Blume hier durch... Höchstens, dass man schnell genug ist oder so. Aber apropos schnell genug. Ja, du wirst gleich sterben. Ja, du wirst schnell genug sterben. Du wirst gar nicht gucken können. Sag's oh, gut. Scheiße. Ja, dann haben wir das ja schon erledigt. Moment, aber warum bin ich jetzt gestorben? Ja, weil der Koopa auf dich zugelaufen ist, den du nicht gesehen hast. Ach so, ich dachte, ihr habt irgendein Zeitlimit eingebaut. Das könnten wir natürlich auch machen, um das Durchscrollen zu verhindern. Ach so, der hier. Ups. Aber da ja das ein Puzzle-Hack ist, wo keine Glitches verlangt sind, kann man doch das gerne mit Glitches breaken. Ups. Dann können wir jetzt doch noch mal testen, ob... Ja, den Koopa, das ist jetzt lustig, ich hätte jetzt aufgehört mit dem Durchscrollen, weil ich gedacht habe, okay, ihr habt es verhindert, aber... Es war nur der Koopa. Den ich nicht realisiert habe. Ja, wow. So. Und was macht ihr so am Wochenende? Ah! Okay, hat sich schon... Wollte ich ein Gespräch anfangen, aber... Nö, dann reden wir halt nicht. So. Na, geh auf die 1. Geh auf die 1, auf die 1, auf die A, auf die A, auf die A, auf die A. Ach, ich kann auch einfach I drücken. So. Hui! Jetzt ist das aber so, wie gesagt, auch gebreakt, ne?
Ja, wenn du dir die Items durchholst, dann ist es gebreakt, ja. Ist ja auch wieder ein Glitch. Und durch Glitches kann man natürlich einiges breaken noch. Verdammt. Kann ich hier eigentlich? Ich weiß schon, dass ich die Coins nicht eigentlich drunter setzen müsste. Ah, das geht nicht. Ah, das geht nicht. Schade. Nee, es scheint nicht zu gehen. Bestimmt nicht. Warum probiere ich das überhaupt? So, einmal Feder. Dann komme ich damit an die... Okay, nächster Versuch. Wie ist denn das, wenn man ein Level im während man fliegt, ein Ziel... Ah, okay. Da wird man auch direkt aus dem Flugding rausgeknallt. Das ist ja mies. Vielleicht kannst du von unten ranfliegen, wenn du gerade nach oben schießt. Vielleicht geht's. Aber ich glaube, auch das würde... Das ist ein Versuch wert. Huch. Aber ich glaube, selbst das würde mich sofort wieder rausziehen. Nee, man verliert sofort die Geschwindigkeit. Ja. Nee. Nee, das geht nicht. Okay, aber wir haben ja die Coins. Nee. Und wir haben die P-Switch nicht mehr, ich bin so ein Noob. Ach, fuck. Genau. Stelle ich auch deinen Totenkopf oben ein, das ist dann sehr gut. Komm, mach die Blume auf den richtigen Weg holen. Oh, man. Was war jetzt eigentlich, was habe ich jetzt eigentlich wieder für... Moment, dann muss ich ja aber... Ach so, ja, vorher einfach auslösen. Ach, die sollte ich vielleicht kaputt machen einfach. Kannst du auch andrehen. Das nützt, glaube ich, nicht so viel. Wenn die Coins nicht durch soll am Ende. Dann muss ich jetzt praktisch... Ne, ich kann ja schon drücken. Sollte ich. War vielleicht nicht ganz so bald. Das war jetzt vielleicht wieder. Ach, das ist. Ich bin so blöd langsam. Ich bin so doof, Alter. So, jetzt geh erstmal hoch. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Conan. Alles wird gut. So, und jetzt kann ich sie langsam dann mal drücken. Und dann hier einmal durch. So. Na Mensch. Heiei. Schwere Geburt. Wie wäre es denn jetzt eigentlich gedacht gewesen, an die Blume ranzukommen? Das können wir im nächsten Part nochmal versuchen, wenn du willst. Ach, wir sind schon bei 23 Minuten, du hast recht. Oh, was für ein Cliffhanger. Nächstes Mal spielen wir das Level richtig. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Ciao, ciao. Sariel? Ja, tschüss. Dankeschön.